Die Türkei ist empört über Österreich. Der österreichische Nationalrat hat ja gestern das Massaker an 1,5 Millionen Armeniern vor 100 Jahren als Völkermord anerkannt. Inakzeptabel für die türkische Regierung. Sie zieht ihren Botschafter aus Wien ab und richtet aus, die Freundschaft der beiden Länder sei nachhaltig beschädigt. Aus Istanbul, Jörg Winter. Der Völkermord an den Armeniern ist eine historische Lüge, vom Ausland lanciert. Diese Jugendlichen geben sich unbeirrt. Auch die offizielle Türkei leugnet weiterhin, dass es sich bei der Vernichtung des armenischen Volkes um Völkermord gehandelt hat. Türkische Medien haben jüngst rabiat auf Äußerungen des Papstes zum Genozid reagiert. Das mediale Echo auf die Erklärung des österreichischen Nationalrats ist bisher sanfter. Wir bekommen aber klare Meinungen zu hören. Egal, ob es jetzt das österreichische Parlament ist oder ein anderes, dass die uns des Völkermords bezichtigen, das ist sehr schmerzhaft und sehr traurig. Wir werden auf die Entscheidung Österreichs reagieren und nichts aus Österreich kaufen. Wenn ich von dort eine Schokolade sehe, werfe ich sie auf den Müll. Das österreichische Parlament habe kein Recht, die türkische Nation eines Verbrechens zu beschuldigen, heißt es in einem offiziellen Statement aus dem türkischen Außenministerium. Die Erklärung werde bleibende Flecken in der türkisch-österreichischen Freundschaft hinterlassen. Kritik von außen löst wohl in vielen Ländern ähnliche Reflexe aus. Die Türkei stemmt sich derzeit gegen einen Schwall an internationaler Kritik. Es ist die Zeit des Zorns und kein guter Zeitpunkt zu machen, was längst überfällig ist, politische Tabus über Bord zu werfen und historische Tatsachen zu akzeptieren.